Jetzt haben wir Kavo mit bereit. Finalmaster. Videoversion. Okay. Ja, Audioversion, würde ich eher sagen. Der Mondschein erhält die Straßen der Stadt. Scheiß auf Neider. Noch ein Tag ist vergangen. Keine Narben auf dem Rücken, so wie Whitebeard. Fickst du mit uns, meine Gang ist bereit hier. Nenn mich nie wieder Bruder, du Snitch. Denn jeder weiß, was für ein Judas du bist. Sie wollen mich tot sehen, ihre Pläne sind gescheitert. Wir sind da, denn TOT ist Taifa. Meine Sicht ist blockiert vom ganzen Smog. Also jetzt gerade, jetzt konnte ich gerade nicht stoppen. Jetzt. In der Lust du bist, sie wollen mich. Ich wollte schon vorher stoppen. Bruder, du Snitch, denn jeder weiß. Nenn mich nicht Bruder, du Snitch, denn jeder weiß, was für ein Judas du bist. Ja, wie stark die Line. Was für ein Judas du bist, sie wollen mich tot sehen, ihre Pläne sind gescheitert. Wir sind da, denn DOT ist Taifa. Meine Sicht ist blockiert vom ganzen Smog in der Luft. Fick mal Insta-Rapper, ist alles nun Comedy Club. Schüsse auf die. Ey, der Beat ist übersteuert as fuck, ja, muss man einfach sagen. Also der Beat ist so übersteuert. Klingt auch nicht mehr so geil, finde ich. Der kackt da voll rein mit diesem. Das hört sich nicht mehr schön an, meiner Meinung nach. Man sagt ja mal, der Bass muss ficken so, aber der Bass, der kackt. Der Bass kackt da, der fickt nicht, der kackt. Der Luft, fick mal Insta-Rapper, ist alles nun Comedy Club. Schüsse auf die Szene, du siehst Backpacker schlucken. Wenn ich rap, geh Nazis drauf wie bei einem Raid-Settler-Schuppen. Hoche die Shisha, während ich in meinem. Ist auch, weil die Stimme auch durch diesen Bass auch sehr, sehr nach hinten geht, ja. Also die Stimme ist sehr schlecht verständlich. Da der Bass einfach so viel Stimmvolumen verschluckt, ne? Bungalow chill, scheiß auf das, so dass du für einen Hungerlohn kriegst. Sieg mal Video-Rapper, denn sie sind 100 pro Cringe. Wenn ich komm, verlierst du dein Gesicht wie Gustavo Fring. Ist kein Rap, wenn du nur ein Handy-Video teilst. Schick mir Rapper vor, ich bänge sie mit Videobeweis. Im Battle gegen mich, du hörst die Punchline zackeln. Keine Überlebende, denn neuer Grabstein wartet. Check mal meine Songs, bist du neidisch und so. Kein aber Bock auf deinen peinlichen Flow. Fick mal alle diese Homos und Blender. Wollen aber Beef für Promo, ich kenn das. Ja, das war auf jeden Fall ein Zweckreim, ja. Homos und Blender, Promo, ich kenn das. Übelster Zweckreim. Aber davor, ja, ganz normal Battle-Gelaber halt, ne. Per Videobeweis, dann halt so ein bisschen Quali halt, ne? Kuss wollen dissen jetzt. Love Songs, als hätte ich Group Tekken auf mich bestellt. Der Mondschein erhält dich dran. Ja, sind ein paar coole Lines dabei, so. Auch wenn ich jetzt sag, das ist halt von dem Beat her, also der Beat verschluckt halt so viel in dem Versus, dass da halt, ja, schwer alles zu verstehen ist, so. Weil genau dann kommen mal die und dann ist alles weg. So, dann urteile bitte nicht. Das war eine Überlein drin. Huniko, ich urteile, ja. Du hast mir das geschickt. Du hast mich gefragt, ob ich dazu ein Urteil abgebe. Also urteile ich, ja. Also dann brauchst du mir das nicht schicken, wenn ich nicht darüber urteilen soll. Weißt du, wie ich meine? Du brauchst mir nicht Sachen schicken, damit ich sofort das alles totfeier. Weil das tue ich sowieso nicht. Wenn ich etwas totfeier so, dann weil ich es auch wirklich richtig nice finde, ja. So, und da habe ich halt wirklich durch den Beat, dass er so reinfickt, der Beat, aber nicht im positiven Sinne, der Beat ist übersteuert, klingt scheiße, ja. Es ist Fakt, es klingt scheiße, weil der Beat so übersteuert ist, dass er einfach die Stimme komplett verschluckt, ja. Und sind ein paar coole Lines dabei, sind aber auch viele Füller-Lines dabei und es sind sehr viele Zweckreime auch dabei, ne? Habe ich auch gerade eben gesagt, was da für Zweckreime noch dabei sind, ne? Es geht nicht um nichts anderes, krieg dich doch keinen falschen Hals. Nee, ey, Unico, ich sag einfach ehrlich meine Meinung, ja? So, und dann urteile ich auch, ganz normal, so wie ich dir jetzt gesagt habe, ne? Weil dann brauche ich auch nicht mich hier hinsetzen und mir die Sachen hier anhören, so, dann brauche ich ja über gar nichts mehr urteilen, so, ne, und mache ich aber, ne, und du hast mich darum gebeten, dass ich darüber urteile, dass ich
hier mein Feedback dalasse und so. Deswegen macht diese Aussage, die du gerade hier getätigt hast im Chat, keinen Sinn. Das würde ich dir einfach nur damit verdeutlichen, ja, dass das, was du gerade geschrieben hast, halt sinnfrei war, ne? So. Der Staat mich tot sind, ihre Pläne sind gescheitert. Wir sind da, denn TOT ist Taifa. Meine Sicht ist blockiert vom ganzen Smog in der Luft. Fick mal Insta-Rapper, ist alles nun Comedy-Club. Schüsse auf die Szene, du siehst Backpacker schlucken. Wenn ich rap, gehen Nazis drauf wie bei einem Rechtshändler schwumpen. Hoche dich, Shisha. Siehst du, das versteht man auch wieder nicht. Wie bei einem Rechtshändler schwumpen. Das versteht man nicht, weil. Das, weil der Beat einfach so verkackt ist, so viel Übersteuerung da drin ist in dem Beat, dass der einfach da das letzte Wort komplett verschluckt hat. So, dass mir als Zuhörer einfach keine Wohltat ist, sondern mir als Zuhörer ist es zu anstrengend. Ja? Wenn ich mir das so als Zuhörer anhöre, so, dann ist es mir zu anstrengend. Es klingt einfach so anstrengend, da habe ich keinen Bock mehr, das nochmal und nochmal zu geben halt. Ne? Das ist halt auch ein großer Faktor. Meine Sicht ist blockiert vom ganzen Smog in der Luft. Fick mal Insta-Rapper, ist alles nun Comedy-Club. Ne, Smog in der Luft, Comedy-Club, ist okay, die Line, ja. Und es ist halt komisch, wenn man sagt, fick auf Insta-Rapper, alles nun Comedy-Club. Aber jeder von uns hat Insta, ja, aber wie gesagt, das ist halt auch so ein bisschen, ja, man hätte das ein bisschen, eingrenzen sollen, ja, mal gucken, dass man halt nicht einfach so dieses Verallgemeinern, einfach so, ja, alle Instagram-Rapper, weil dann zählt man sich ja auch noch dazu, weil man selber ja auch Instagram besitzt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Dude kein Instagram hat oder so, weil heutzutage hat ja wirklich jeder Instagram, ja, ist halt so. Die Szene, du siehst Backpacker schlucken, wenn ich rap ja genau, früher war es mit MySpace-Rapper so, ne, und MySpace habe ich ja auch damals gehabt und habe auch viel auf MySpace gemacht und so. Und heutzutage ist es halt Insta, ne? So, und diese ganzen Instagram-Rapper, die da, diese kleinen Kiddies da, die da vor einer dicken Karre stehen, die nicht mal fahren können und dann aber einen auf hart machen, ja? Kann ich mir auch nicht geben, finde ich auch komplett wack. Und, ja. Siehst drauf wie bei einem Rechtshändler-Schuppen. Hoche dich, Shisha, während ich in meinem Bungalow chill. Scheiß auf das, was hast du für ein... Ach, hör auf, MC Bilial, MC Bilial... der ist hundertprozentig, wenn ich jetzt gleich nochmal sage. Oder wie heißt er? Bilal, ne? MC Bilal. Der weint wahrscheinlich immer noch wegen seiner Ex irgendwo in der hintersten Ecke. Weint immer noch, dass die getrennt sind. Und ja, ich hoffe, der tut sich nichts an. Ja, aber ansonsten so, weißt du, kann ich mir auch überhaupt nicht geben. Halt, immer diese Tränendrüsen drückende Softie-Mucke für die ganzen verweichlichen Jungs und für die ganzen. Kiddies da draußen, für die ganzen kleinen Mädchen, ja, die halt immer noch mit der damaligen R&B-Zeit aufgewachsen sind oder halt immer diese Themen halt so feiern, so, oh, der spricht mir aus der Seele, oh, der Arme, die Alte hat ihn so verarscht und so. Ja, also wenn er sich so benimmt und so die Tracks rausballert, so, dann wundert es mich auch nicht, dass er halt so vielen Frauen verarscht wurde und von so vielen Frauen dann, ja, dann auf einmal Tracks macht und weiterheult, weißt du, so. Kann ich mir halt überhaupt nicht geben, so, weißt du, dann denke ich mir auch so, okay, ja, irgendwann ist auch mal, ne, ist auch mal die letzte Ex, ja, irgendwann mal ist ja auch mal vorbei, so, Alter, da muss doch nicht immer wieder, genauso wie Sayonara, weißt, immer wieder dieselben Themen, Alter, immer nur heulen, 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 oh, die hat mich verlassen, oh, ich liebe die so sehr und Alter, ich kotze, Alter, habt ihr nicht andere Themen, müsst ihr wirklich nur diese ganzen kleinen Kinder bedienen, die dann alle halt drunter schreiben so, oh, der spricht mir so aus dem Herzen, der ist ja so toll, ja, oh, ich fühle da voll mit mir, weil mein 12-jähriger Freund, der, ne, der nicht mal Haare am Sack hat, der hat mich auch, ne, oh, das hab ich auch, ich verstehe das voll und so, ja, Dicker, verpiss dich mit der Scheiße, ja, so hab ich gar, keine Ahnung, bin ich herzlos, sorry, in der Hinsicht, weil das ist mir schon ein bisschen zu viel. Dann sage ich auch immer so, Dicker, hier, hast du ein Taschentuch, hol dich bitte mal aus, Alter, geh, keine Ahnung. Es sind aber auch die Leute, die dann ihrer Ex hundertprozentig wieder hinterher trauern, der Ex nicht abschließen können und die Alte tritt immer weiter rein, ja, und benutzt denjenigen, ja. Der wird wahrscheinlich auch, wenn die Ex sagt so, ey, ich bin jetzt umgezogen, hab einen Neuen, der mich fickt, aber kannst du bitte mal beim Umzug helfen?
kannst du mir die Wand streichen und sowas, ja? Dann macht man das, ja? Ich habe das schon oft erlebt, ja? Und zum Beispiel bei meinen Ex-Freundinnen, so, weißt du? Da, wo ich den Ex-Freund dann gesehen habe, so, und der war dann einfach mit der befreundet, so, obwohl er wusste, ich bums die, ja? Das ist seine Ex, ich bums die. Und er so gesehen abgeschrieben ist und sie ihn nur benutzt, ja? Sie sagt es sogar zu mir selber so, ja, der Idiot, Alter, der hilft mir halt, ja? Und sowas, Lappen, ja, einfach nur Lappen. Also lasst euch nicht verarschen, und wenn ihr euch verarschen lassen wollt und so, dann heult nicht rum, Alter. Dann seid ihr selbst dran schuld. So. Hunger, lohnt ey, gib mal Videorapper, denn sie sind 100 pro Cringe. Wenn ich komm, verlierst du dein Gesicht wie Gustavo Fring. Das ist kein Rap, wenn du nur ein Handyvideo teilst. Schick mir Rapper vor, ich bänge sie mit Videobeweis. Im Battle gegen mich, du hörst die Punchlines hageln. Keine Überlebende, denn neuer Grabstein wartet. Check mal meine Songs, bist du neidisch und so. Keiner hat Bock auf deinen peinlichen. Aber ich mag seine Betonung, sein Flow. Ja, ich mag auch so seine Stimme, ne, es gefällt mir schon gut, aber das hier gefällt mir halt nicht so, weil der Beat ist halt echt übersteuert, ne? Und ich sag dir einfach, so wie es ist, es ist halt übersteuert. Die Stimme, ne, was mir halt, was halt sehr, sehr schade ist, geht halt ein bisschen unter halt. Die letzten Lines, ne, die drückt der Beat halt weg. So, dann werden die halt ein bisschen schlecht verständlich, und das ist halt schade, ja? Weil da ist auf jeden Fall Potenzial am Start, und da geht auf jeden Fall einiges, aber nicht bei diesem Werk, ne? Oh. Fick mal alle diese Homos und Blender. Wollen aber Beef für Promo, ich kenn das. Geckos wollen dissen jetzt. Love Songs, als hätte ich Group Tekkan auf mich bestellt. Der Mondschein erhält dich. Aber Props auf jeden Fall, der kennt noch Group Tekkan, und das ist auf jeden Fall ein Oldschooler dann, ja? Weil Group Tekkan ist ja auch noch eine ganz alte Sache so. Und nicht mal die heulen so rum, ja? Straßen der Stadt, scheiß auf Neider. Auf MC Bilal bezogen, ja, und Sayonara. Der soll mal seinen Namen gerecht werden, ja? Sayonara. Sayonara, Alter, verpiss dich, ja? Noch ein Tag ist vergangen, keine Narben auf dem Rücken, so wie Whitebeard. Fickst du mit uns, meine Gang ist bereit hier. Nenn mich nie wieder Bruder, du Snitch. Denn jeder weiß, was für ein Judas du bist. Sie wollen mich tot sehen, ihre Pläne sind gescheitert. Wir sind da, denn TUT ist Taifa. Hunico, ich kenne Breaking Bad, aber ich bin jetzt nicht so ein übelster Über-Über-Fan gewesen, ja, so der jetzt die Serie in- und auswendig kennt, ne, so wie Leute, die auch King of Queens auswendig kennen, bis zum geht nicht mehr, und wirklich jede einzelne Szene, die ihr sofort zitieren können oder die sofort sagen können, wenn du irgendwie ein Zitat sagst von oder irgendeine Szene halt, was sie gesagt haben, dass sie sofort sagen, ja, das ist Staffel das und das ist die Folge. Ja, also so Fan bin ich nicht. Ja, also ich habe da wirklich nicht so Plan. Ne? So sage ich auch offen. Und deswegen wusste ich auch nicht, was diese Breaking Bad Line und so. Ja, dann habe ich nicht kapiert so, weil ich da halt nicht so krass Fan bin in der Serie. Ich finde die Serie geil, ich habe mir die angeguckt, und aber ich bin da halt nicht so vertieft in der ganzen Sache. Ja, coole Serie, alles nice, aber mehr auch nicht. Ja, so habe ich ja ganz die Szene, wo der Gangsterboss stirbt und in Explosion sein halbes Gesicht verliert. Ah, du meinst der von diesem Chickenladen da, ne? Wie heißt der Laden nochmal? Ich kann den Namen noch nicht aussprechen. Auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Also die Szene, wenn du mir das jetzt so erklärst, yo. Aber ich wusste jetzt nicht mehr, wie der hieß. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf gehabt. Deswegen, und der hat ja den Namen gesagt, hier, Gustavo, irgendwas, ne? Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf gehabt. Aber wenn du jetzt sagst, die Szene, ja, die war ja auch ziemlich heftig, die Szene, und war, glaube ich, in dem Altersheim. Ja. Gustavo Fring. Frings oder so, genau. Aber ich wusste den Namen nicht, ne? Aber ja, dann ist es eine coole Line, auf jeden Fall. So, habe ich reingeschmissen, habe ich auch drinne, sehr gut. So, der Track ist aber auch privat. Ja, was soll ich jetzt zu dem Track sagen? So, der hat eine gute Stimme, eine gute Delivery, cooler Flow. Manche Lines sind ein bisschen gezweckt, manche Lines sind echt nice. Manchmal versteht man ein paar Endreime nicht, weil der Beat einfach so reinfickt, ja. Ich finde da halt, der Bass ist übersteuert. Ich kann es mir halt nicht so gut geben, ja, weil der Beat, das ist der ganze Aufbau so, und
ist halt sehr, sehr schade dann, ne? Weil der Beat halt auch irgendwie viel lauter ist als die Stimme, meiner Meinung nach, ne? Oder vielleicht genauso laut wie die Stimme. Das ist auch nicht gut, wenn die Stimme genauso laut ist wie der Beat. Und das ist halt dann der Beat noch so übersteuert und dann auch noch dieser Bass dann auch noch so übersteuert ist. Ich weiß nicht, also. Bin da nicht so Fan von. Also ich könnte mir das jetzt nicht öfters geben, ja. So. Aber ich bin mal gespannt, was noch für Sachen von ihm am Start sind. So. Kann ja der Huniko natürlich mal Bescheid geben und dann checke ich mir mal andere Sachen ab. Aber das hier zum Beispiel hat mir jetzt nicht so gefallen. Ne? Ich habe ja gesagt, was daran mir nicht gefallen hat. So, Nico sagt aber auch hier, er hat aufgehört erstmal. Stimme dir zu. Er meint, der Rest, den du gesagt hast, ist völlig legitim. Mein Onkel will nicht, dass er rappt. Ja, da will ich mich auch nicht einmischen, so, ja. Weil ich weiß nicht, also. Wenn man so eine Leidenschaft hat und wenn man das wirklich liebt und sowas, dann bin ich der Meinung, so sollte man das auch machen und sollte man sich auch nicht verbieten lassen. Ja, egal ob es jetzt von einem Familienmitglied ist oder von jemand anderem so, sollte man sich einfach nicht so verbieten lassen. Ja, weil es ist eine Leidenschaft, es ist eine Sache, die man feiert, die man liebt. Ja, und sowas sollte halt jeden selber frei überlassen sein zu machen und machen zu dürfen, ne? So, und aufgrund, dass da jemand einfach aus der Familie sagt, er will nicht, dass er sowas macht. Ich habe da kein Verständnis für so. Ja, also, ich habe da kein Verständnis für, sorry. Jeder soll das machen, worauf er Bock hat und keiner sollte ihn da das verbieten. So. Wir leben in einem freien Land, ja. Und jeder kann tun, machen, was er möchte. Man sollte es halt natürlich nicht übertreiben und man sollte halt trotzdem jetzt nicht die Grenzen überschreiten oder sowas, ja, nicht so krass und sowas, aber das ist ja wohl was anderes dann, ne?